Господь, мы благодарим Тебя. Herr, wir danken dir. За финансы, которые Ты даешь. Auch für die Finanzen, die du gibst. Пусть имя Твое прославляется, Господь. Dein Name soll verherrlicht werden. Мы благодарим Тебя за новый день сегодня. Wir danken dir für den heutigen neuen Tag. За это прекрасное воскресное утро. Für diesen wunderbaren Sonntagsmorgen. Господь, за то, что Ты посещаешь нас своим присутствием. Du uns besuchst mit deiner Gegenwart. Спасибо тебе, великий Бог. Danke dir, großer Gott. Нам хорошо в твоем присутствии. Uns ist es sehr gut in deiner Gegenwart. Весь народ сказал. Und das ganze Volk sagt Amen. Да, туда мы собираемся. Ja, dorthin sind wir auch unterwegs. Поближе в его присутствие. Näher zu seiner Gegenwart. Потому что там хорошо. Denn dort ist es gut. Библия говорит, вкусите и узнаете, как благ Господь. Die Bibel sagt, kostet und ihr werdet sehen, wie gut der Herr ist. Вкусите, то есть попробуйте. Kosten, also probieren. Ну, даже в русском магазине говорят, а ты попробуй. Sogar im russischen Geschäft sagt man, probier doch. Вся реклама там, а ты попробуй. Die ganze Werbung ist, probier doch. Ну почему христиане, ну раз такие же скучные, Warum такие, die Christen вот sind сядут, manchmal будут so сидеть, langweilig. Тут, танцевать sich hin, надо, прыгать, все можно, все muss man есть. Springen, muss man tanzen, alles ist erlaubt, все alles условия ist есть. Da. Alles notwendige Хвали и радуйся в Господе. Und preise den Herrn, sei fröhlich in ihm. Попробуй, чем это кончится. Probier doch aus, wie das ausgehen кончится только хорошим. Und ausgehen wird das nur gut. В присутствии Господа радоваться. In Gegenwart des Herrn zu freuen. Das ist wunderbar. Господу поклоняться это здорово. Den Herrn anzubeten, das ist wunderbar. Это лучше, чем просто сидеть и смотреть, как другие поклоняются. Das ist besser als einfach nur sitzen und zuschauen, wie andere anbeten. Поверьте мне, попробуйте. Glaub mir das, probier das aus. А вы попробуйте. Probiert es aus. А вы попробуйте. Probiert doch aus. Аллилуйя. Аллилуйя. Мне хочется, чтобы мы все дружной семьей пробовали. Ich würde so gerne, dass wir gemeinsam als Familie ausprobieren. И когда вкусите, говорит Господь. Und der Herr sagt, wenn ihr kostet, то вот тогда ничего другого хотеть не будешь. Dann wirst du nichts mehr anderes haben wollen. Некоторые у нас в церкви на похвале засели, но не похвале Богу, а на другой. Manche bei uns in der Gemeinde sind auf Баклава fahren ab. На турецкой похвале, знаете, засели. Das ist so ein Wortspiel. Das ist, за нее, говорит, кроме выходного дня и получки, все за нее отдают. Люben wird übersetzt. Dafür wird alles gegeben. Ja. А похвала Богу еще вкусней. Aber Lob an den Herrn, das ist noch, когда мы Бога начинаем славить, leckerer. Wenn wir Gott preisen, открываются небеса. Dann öffnet sich der Himmel. Все, кто читает Библию, знают, All die, die Bibel lesen, die wissen, что там написано, dass dort geschrieben steht, да, что в славословии народа своего, dass in dem Lobpreis des Volkes Gottes живет Бог. Lebt Gott. Он не живет в зданиях, где кресты, купола или прочие какие-то вещи. Er lebt nicht in Gebäuden, die ein Kreuz haben oder die Kuppel haben как oder sonst irgendwas. Это может быть не странно звучит сейчас некоторым из нас. Wie das auch nicht sonderbar für manche von uns jetzt das Но klingt. Но некоторых из них Бога вообще еще никогда Aber не было. In manchen von denen war Gott noch nie anwesend, noch nie. Понимаете? Versteht ihr das? И он не живет в этом здании, потому что там написано христианская церковь. In diesem Gebäude, weil dort draufgeschrieben steht Christengemeinde. Или потому что тут крест. Oder weil hier ein Kreuz hängt. Нет. Nein. Вот когда здесь начинается прославление Бога, Бог приходит Sondern, сюда. Wenn hier Lobpreis zu Gott anfängt, dann kommt Gott hierher. Это он в своем слове сказал. Das hat in seinem Wort gesagt. Вот почему я настаиваю на поклонении Богу. Deshalb bestehe ich so auf Anbetung für den Herrn. Причем на поклонении на таком, которое он хочет, а не которое мы хотим ему Und dabei noch so eine Anbetung, wie er sich das wünscht und nicht so, wie wir das manchmal wollen. Сегодня в 5 часов Бог разбудил меня. Heute um 5 Uhr morgens, Gott hat mich geweckt. Хотя только в полтретьего я, наверное, лег. Obwohl ich nur so halb drei mich hingelegt habe. Вот и больше я не спал с пяти. Und mehr habe ich nicht geschlafen seit 5 Uhr. Пришлось встать и записывать быстро все записывать. Ich musste aufstehen und ganz schnell alles notieren. Очень много интересного. Sehr viel Interessantes. Ausgerechnet über Anbetung hat der Herr mir diese Nacht gesagt. И одно простое правило он сказал. Und eine einfache Regel hat er gesagt. Слышали, знаете. Ihr habt das alle schon gehört und kennt das.
кто платит, тот и заказывает музыку, так? Wer bezahlt, Amen. Der bestellt auch Musik. Ist das so? А что это значит? Was он, bedeutet das? Он, запла- он заплатил. Он заплатил и заказал музыку. Er hat bezahlt und er hat bestellt Musik. Так или нет? In Geist und Wahrheit. Ist das so oder nicht? Если я сейчас начну, я уйду und надолго. Wenn ich jetzt anfange, dann werde ich mich für lange Zeit versinken. Und ihr wisst, heute mit Mittagessen. Сегодня у нас заседание. Nach dem Mittagessen haben wir noch Sitzung. Нашего объединения, да, там. Так что не забудьте, не разбегайтесь. Also vergiss nicht und lauf nicht auseinander, die, die im Verein sind. Когда-нибудь в другой раз поговорим. Nächstes Mal irgendwann mal werden wir darüber reden. Zu diesem Thema. Мне хочется, чтобы мы пожелали ich würde познать so gerne, Бога dass wir das и поклонение, wünschen und wollen Gott erkennen und Anbetung erkennen, Слово Божье, über die das Wort Gottes sagt. И тогда не будет скучно в собрании. Und dann wird es nicht langweilig sein im Gottesdienst. Так. Zwei Stunden werden im Flug vorbeifliegen. 40 Minuten, 40 Minuten haben wir Lobpreis. А нам захочется, чтобы хотя бы час было und прославление. Wollen, eine ist. Поделить напополам, скажем, ну что-то маловато поклоняемся. So halbieren, sagen, ja, das ist so ein bisschen zu wenig, beten wir an. У нас был вечер поклонения. Gestern hatten wir Anbetungsabend, Lobpreisabend. Halleluja. Halleluja. А сегодня у нас служение. Heute haben wir Gottesdienst. И я сегодня буду говорить так. Heute werde ich so reden. Я еще в этом году уже не говорил так конкретно. Ich habe heute, ich habe dieses Jahr doch noch nicht so konkret gesprochen über das, was ich wollte. То одно, то другое, то другие. Mal dies, mal jenes, mal das. Сейчас в феврале у нас. Jetzt in Februar. Сразу там два выходных первых будут у нас гости. Die ersten zwei Wochen werden wir Gäste haben. Так что интересно, что там будет. Ist interessant, was wird da sein. Вот 8 февраля у нас am 8. Februar Лондон будет служить. Wird uns London dienen. Gut. Нам не надо ехать жить в Лондон. Wir müssen nicht fahren nach London und dort wohnen. Они приедут сюда Sie и послужат zu нам uns здесь. Hierhin und werden uns hier dienen. Ну, да, Бог дает интересные встречи и будут. Interessante Begegnungen. Этот год, знаете, я не знаю, каким он будет Jahr, весь ihr, год. Ich weiß nicht, wie dieses ganze Jahr verlaufen wird. Но я уже вам сказал, что у меня есть предчувствие gesagt, на интересный год. Ich habe so eine Vorahnung auf ein interessantes Jahr. И обычно это исполняется. Und meistens geht es auch in Erfüllung. Я вам не смогу сказать, когда закончится война и закончится ли она ich в этом kann году. Euch nicht sagen, wann wird der Krieg aufhören und wird er dieses Jahr aufhören oder nicht. Бог мне не сказал. Gott hat es mir nicht gesagt. Похоже, и вам не сказал. Sieht aus, auch euch nicht. У вас есть мечты, есть желания, чтобы она вчера закончилась. Dass es schon gestern vorbeigegangen wäre. И Бог не всегда говорит все. Und Gott sagt nicht immer auch alles. Я сегодня начну, ну, с одного места буду говорить. Heute werde ich mit einer Schriftstelle Почему beginnen? Бог не всегда все говорит? Warum sagt Gott nicht immer alles direkt? Потому что Он хочет, чтобы мы всегда бодрствовали. Weil er möchte, dass wir immer wachen, wachsam sind. Скажи тебе, что такого-то числа, такого-то дня ты умрешь. Sage dir, dass в таком-то году. Dass du in diesem Tag, in diese Uhrzeit, in diesem Jahr sterben wirst. Ты уже сегодня, если это три года только осталось, ты уже сегодня ничего делать не Dann будешь. Dann wirst du heute schon, wenn auch noch drei Jahre geblieben sind, wirst du heute дурак? Schon aufhören, etwas tun. Wirst du sagen, ja, bin ich wohl dumm? Украду, здесь, украду, ich werde lieber dort stehlen, hier werde ich was mir nehmen. Да? Ich werde drei Jahre schon so überbrücken. У людей мысли работают совсем по-другому. Unsere menschlichen Gedanken, die arbeiten я буду работать, ganz anders. Если... Was soll ich arbeiten? А если тебя посадят, wenn... то еще все равно больше трех лет не дадут. Oh, wenn du ins Gefängnis ну, дадут и 30, ja, sowieso mehr als drei Jahre bekommst du. Ja. Через три года ж меня не будет. Kannst du auch 30 Jahre bekommen, aber nach drei Jahren bin ich doch nicht mehr da, ist doch egal. Не попасться, где-нибудь also, там, werde ich mir Mühe Gawaii, geben, то туда, dass то man сюда. Mich nicht verhaftet, mal hier, mal da, mal dort. А Библия говорит, чтобы мы всегда бодрствовали. Ибо не знаете, в который час придет Сын Человеческий. Чтобы ты сегодня жил так, damit du heute so lebst, как будто живешь на земле вечно. Als ob du ewig auf der Erde leben wirst.
Или работал так, как будто oder живешь arbeitest вечно. So, als ob du ewig lebst. А жил так, как будто каждый день умираешь. Und lebst aber so, als ob du jeden Tag stirbst. То есть, чтобы мы знали, что завтра, может быть, придется перестать пред Богом и дать отчет wir ему, да? Wissen, dass morgen möglicherweise müssen wir vor dem Herrn stehen und ihm Rechenschaft ablegen. Поэтому я живу, работаю, deshalb делаю lebe ich, arbeite ich, то, что ich tue und как mache, человек нормальный, правильный, могу делать здесь на земле. Gerechter Mensch, alles das, was ich tun kann auf dieser Erde. Во благо другим. Zum Guten für для anderen, того, чтобы на земле жизнь улучшалась. Damit auf der Erde das Leben sich verbessert, чтобы грешники каялись. Damit Sünder sich bekehren, да, чтобы люди могли через твою жизнь познакомиться с Богом. Menschen durch dein Leben Gott kennenlernen können. А если Господь позовет сегодня, und wenn der Herr heute rufen wird, скажем мы тебе, земля, прощай. Dann sagen wir dir, Erde, lebe wohl. И свершится в миг переселение. Und es wird im einen Augenblick diese Umsiedlung stattfinden. Ведь земля наш временный причал. Die Erde ist doch nur eine vorübergehende Bleibe für uns. Лишь чуть обжитый уголок вселенной. Sie ist doch nur ein bisschen bewohnte Ecke des Universums. Никогда не задавал себе вопрос. Hast du dir nie die Frage gestellt? Ну как можно верить в то, что мы случайные тут? Wie kann man glauben, dass wir hier zufällig sind? В этой огромнейшей вселенной. In diesem riesigen Universum. На маленькой горошинке. Auf dieser kleinen Erbse. Сидят такие интересные существа. Sitzen so interessante Geschöpfe. Как люди. Das sind Menschen. Мини-боги, Библия говорит о них тоже. Мини-гета, sagt auch die Bibel darüber. Мы в копиях, миниатюрные боги. Eine Kopie, eine Miniaturkopie во всех отношениях. Von Gott, in allen Beziehungen. У Бога есть дух, есть душа и Gott hat Geist, есть образ, Seele тело, und eine духовное. Erscheinung oder Leib geistigen. У нас тоже есть дух, есть душа, Geist, и Seele есть тело. Und Körper. Бог творец. Gott ist ein Schöpfer. Люди тоже натворили немалого. Menschen haben auch angestellt и все еще творят. Einiges und stellen noch einiges an. Плохо то, что они не всегда хорошее творят. Das Problem ist nur, dass die nicht immer Gutes tun. Бог идеально сотворил мир. Gott hat perfekt die Welt geschaffen. Мы люди его творим, а потом идеально разваливаем. Wir Menschen, wir erschaffen etwas und dann machen das zunichte. Но тут уже Бог ни при чем. Aber hier Gott kann schon nichts mehr dafür. Это уже наша грешная, павшая натура das это ist делает. Unsere sündige, gefallene Natur, die macht das. Но это говорит о чем-то. Aber das sagt doch über etwas aus. Что ты не случайно здесь. Darüber, dass du hier nicht zufällig bist. Что кто-то тебя сюда поселил на эту Jemand планету. Hat dich hierhin gesiedelt auf diesem Planeten. А этот кто-то есть тот Бог. Und dieser jemand ist dieser Gott, который и сотворил небо и землю. Der auch Himmel und Erde geschaffen всю вселенную. Hat. Und das ganze Universum. Тебя и меня. Dich und mich. Нравлюсь я тебе или нет? Ob ich dir gefalle oder nicht? Ему я нравлюсь. Ihm gefalle ich. Иначе он бы не сотворил меня. Sonst hätte er mich nicht geschaffen. Вот теперь моя цель. Jetzt ist mein Ziel. Оставаться в его присутствии. Bleiben in seiner Gegenwart. И он будет еще лучше делать из меня. Und er wird noch mehr Besseres aus mir machen. Сосуд или вот лепить dieses того, Gefäß который ему нужен и нравится. Und formen mich so, wie er mich braucht und ich ihm gefalle. Тут на днях пришел мне стишок в рассуждении моем Vor из Библии. Tagen in meinem Nachdenken kam mir so ein Bibelvers in Erinnerung. Мне так нравится, когда вот Бог тебе стишки напоминает. Mir gefällt das so sehr, wenn Gott dir so Bibelverse dich erinnert. Которые ты с детства знал. Die du von Kindheitsbeinen an schon kennst. Просто так интересно и хорошо он тебя начинает радовать. Einfach so, einfach interessant und freut es dich. Помните, Иисус всем, которых призвал к себе ученикам, которых сделал учениками? Он Jesus, всем говорил. Alle, die er berufen hat und zu Jüngern gemacht hat, er hat allen gesagt, говорил, да? Folge mir nach. Петру он подошел, говорит, следуй за мной. Petrus, er ging zu ihm und sagte, folge mir nach. И я сделаю из тебя und ловца человеков, да? Aus dir einen Menschenfischer machen. Так, я же правду говорю, да? Steht так, doch so geschrieben. И мне знаете, что понравилось? Und wisst ihr, was mir gefallen hat? Он говорит, ты за мной иди. Du, folge mir nach.
А я тебя сделаю. Und ich werde dich machen. Не ты напрягайся, Вальдемар, чтобы ты сделался великим ловцом человека. Вальдемар, dass du просто ein ходи за мной, großer иди, и все. Sondern folge mir einfach nur nach. Вот почему я и хожу за ним. Und deshalb gehe ich ihm hinterher und folge ihm nach. Туда он, туда и я. Wohin er, dahin auch. Служение какое-то в церкви, я там. Gottesdienst in der Gemeinde oder in deinem Dienst, ich bin da, um ihm nachzufolgen. А он со мной делает то, что он хочет. Er vollbringt mit mir das, was er möchte. То есть, если ты говоришь, да я вот такой шикой, wenn du sagst, ты такой шикой, потому ich что не хочешь so за ним so. Идти. Du bist so und so, weil du ihm nicht nachfolgen willst. Нам всегда хочется где-то впереди всех идти. Wir wollen immer irgendwie vor allen gehen. Артур знает, как это называется. Artur weiß, wie идти das впереди heißt. Паровоза, он говорит. Vor dem Zug herrennen, я еще sagt не ходил er. Ни раз впереди паровоза. Ich bin noch nie so gerannt знаю, vor dem наверное, Zug ходил, her. Знает, ich weiß es nicht. Er ist wahrscheinlich schon gerannt. Er weiß, бежим, was es ist. Или идем впереди паровоза. Wenn wir vor dem Zug rennen. Впереди Бога не надо идти. Vor dem Gott muss man nicht он laufen. Всегда был первым. Er war Amen. Immer der Erste. Amen. Все, иди за ним. Geh ihm hinterher. Во-первых, за надежной спиной будешь идти. In erster Linie wirst du hinter einem sicheren Rücken gehen. Und zweitens, если мы делаем, как он говорит, wenn wir so tun, wie er sagt, то он делает то, что обещает. Dann er tut das, was er verspricht. Не нравится тебе это? Gefällt dir das wohl nicht? Ты следуй за мной, а я тебя сделаю. Du таким, каким folge я mir хочу. Nach und ich werde dich so machen, so wie ich dich sehen möchte. Как ты думаешь, если Бог такое обещание was glaubst дает? Du, wenn Gott so ein Versprechen gibt? Может оно не исполнится? Kann es nicht erfüllt werden? Конечно же нет. Natürlich nicht. Только от нас остается быть верным в первой части. Von uns hängt es nur ab, in dem ersten Teil treu zu sein. Следуй за ним. Folge ihm nach. Познавай в Писании, что он от нас ожидает. Erkenne in der Schrift, studiere in der Schrift, was er von uns erwartet. Ты Бога познаешь в Писании. Du wirst Gott erkennen und kennenlernen in der Schrift. Там я тоже столько откровений получил. Da habe ich auch so viele Offenbarungen bekommen. Не знаю, хватит ли года, чтобы всем поделиться. Ich weiß nicht, reicht das Jahr aus oder nicht, um das alles weiterzugeben. Тут столько гостей наезжают сейчас. Und hier werden so viele Gäste kommen. Мне не дадут проповедовать. Und ich werde nicht predigen können. Ладно, Колоссянам 2 Gut. Глава 8 по 12 стишок. Колосса 2. Это я 8 как 12. Бы хочу положить основание проповедям, которые, ну, Ich möchte ein Fundament legen, den Predigten, die nicht nur ich predigen werde, sondern das wird das Thema des Jahres sozusagen sein. Ich werde das erklären nachher, welches Thema. Это вот первое место, Und das ist die erste Schriftstelle, с которого я хочу начать. Damit möchte ich beginnen. Start в этом году. Start dieses Jahr. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfallt. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. All das haben sich die Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt ihr in seiner ganzen Fülle. Da. Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Durch euren Glauben an Christus habt ihr euer alles sündiges Leben aufgegeben. Nun seid auch ihr Beschnittene nicht durch eine äußerliche Beschneidung, wie Menschen sie vornehmen, sondern durch die Beschneidung, wie ihr sie in Christus erfahren habt, damit meine Taufe ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat. Durch sie wurdet ihr in Christus begraben. Ebenso seid ihr auch in Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden durch den Glauben an die Kraft Gottes, der
Что, zu viel? Ja, вот сколько. Der ihn von den Toten auferstehen сколько ließ. Надо, чтобы немцам объяснить Wie viel то же самое, man, да? Um den Deutschen das gleiche zu erklären? In Russisch ist viel weniger geschrieben. У нас три предложения, Wir haben drei Sätze und dort sind sieben. Восемь, meine Acht, Güte. Mensch. Я вот смотрю и думаю, что она там читает. Ich schaue und denke, was liest sie da alles? Видишь, у русских все чок-чок-чок. И в русских стали цак-цак-цак. Или принимай, или пошел вон. Entweder nimm an oder geh. Ну, поняли, да? Habt ihr das verstanden? Давай начнем сначала. Lasst uns nochmal. Пока она прочитала, я уже забыл, что-то было. Bist du gelesen hat, ich hab schon vergessen, worüber die Rede war. В первой части тоже не сильно меньше. Im ersten Teil ist auch einiges gewesen. Смотрите, Павел говорит, Schaut, обращается Paulus к церкви Колоссянам, смотрите, Schaut. Что это значит, куда смотреть? Was bedeutet das? Wohin schauen? Мы и так всегда смотрим, да? Wir schauen doch sowieso immer. Это то, о чем я говорил. Das ist das, worüber ich gesagt Павел habe. Говорит, Paulus sagt, это слово «смотрите» хорошо было бы заменить «бодрствуйте». Word, passt auf, oder schaut, словом «бодрствуйте». Seid wachsam, Или, wacht, kann man ersetzen. Beobachtet. И это в этом слове сокрыто предупреждение. Und in diesem Wort ist verborgen eine Warnung. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением. Passt auf, dass euch nicht jemand wegbringt in die Weltanschauungen und Hirngespinste. То есть в то время Павел замечал или видел, Paulus hat bemerkt, что творилось gesehen, в христианстве, was im Christentum alles geschah. И что были такие люди, которые und увлекали христианство solche Menschen gab, философию, die Christentum weggebracht haben in die Philosophie. Сегодня часто, когда приходится разговаривать с людьми, которые Heute в Бога oft, не верят или wenn не man хотят Gespräche верить, mit Menschen hat, die an Gott nicht glauben oder nicht glauben wollen, знаете, не все, которые не верят в Бога или говорят, что они в Бога не верят, nicht alle, die an Gott nicht glauben oder die behaupten, dass sie an Gott nicht glauben, они не верят в Бога не потому, что его нет и для них трудно в это поверить, die glauben an Gott nicht, weil es ihn nicht gibt und die haben Schwierigkeiten, an ihn zu glauben, а им выгодно не верить в Бога, sondern denen ist das günstig, also gut, an Gott nicht zu glauben. Потому что если они поверят в Бога, weil wenn sie an Gott glauben würden, им надо будет что-то менять в жизни, müssten sie im Leben etwas verändern. А этого им не хочется. Das wollen die aber nicht. И чтобы красиво открутиться, они говорят, да, да Und damit man da schön rauskommen kann, sagen die, ah, nee, da gibt es nichts. А иногда спрашивают таких людей, а если... Und manchmal fragt man solche Menschen, вот если я тебе докажу, Und wenn что ich dir Бог aber есть, beweise, dass es einen Gott gibt, это что-то изменит в своей жизни. Wird das etwas verändern in deinem Leben? И они сразу говорят, Und dann sagen die direkt, ничего не изменит. Да? Nein, das wird nichts verändern. И понятно, что у них уже решение вынесено. Eine Entscheidung ist da schon getroffen. Бог для моей жизни не подходит. Gott passt in mein Leben. Есть он или нет, понимаете? Gibt es ihn oder gibt es nicht? Загнивающая Америка была и останется загнивающей. Die faulende Amerika wird und bleiben faulende Amerika. Ну и что, что там люди классно живут? Na und, wenn die Menschen da wunderbar wohnen? Мы все равно будем говорить, что она загнивающая. Trotzdem werden wir sagen, dass die am faulen ist. Мы прошли некоторые эти пункты, да? Wir sind manche Punkte durchgegangen, alle von uns. Догоним и перегоним Соединенные Штаты Америки. Wir werden einholen und überholen die USA. Помните эти плакаты? Könnt ihr euch erinnern, diese Losungen? Никогда не забуду. Das war in Russland. Ich werde nie vergessen. С Киргизии, с Фрунзе на Токмак едешь. Киргизия на Фрунзе на Токмак фиат ман. Плакат такой здоровый. Догоним и перегоним Ganz Соединенные Штаты Америки. Großer Plakat. Wir werden einholen und überholen. А чуть дальше проезжаешь, немножко дальше. Und bisschen weiter fährt man. Написано, не уверен, не обгоняй. Steht geschrieben, wenn du unsicher bist, überhole nicht. Специально кто-то занимался. Und dann sitzt man da und denkt man, haben die das wohl extra so aufgehangen? Или так уж Бог устраивал, чтобы посмеяться над коммунистами, um die Kommunisten auszulachen und Atheisten. Ну ладно. Нас это не касается. Gut, uns betrifft das nicht. Смотрите, братья, чтобы Passt кто auf, не увлек вас философией и dass пустым обольщением. Jemand euch nicht wegzieht in die Weltanschauung und Hirngespinste. Павел посчитал нужным церкви написать такое предупреждение. Paulus hat es für nötig gehalten, der Gemeinde so eine Warnung zu schreiben. А это говорит о том, что und das есть sagt aus, возможность или была возможность darüber,
людей втягивать в какую-то ерунду. Gab wahrscheinlich eine Möglichkeit, um Menschen wegzuziehen und irgendein Unsinn, das Philosophie hieß. Знаете, существует сегодня столько разных философий. Heute existieren so viele Philosophien. Есть христианская философия. Und es gibt auch christliche Philosophie. Когда ее послушаешь, wenn du sie dir anhörst, da denkst du, oh Gott. Как раз те люди, которые просто не хотят менять свою жизнь. Ausgerechnet die Menschen, die ihr Leben nicht verändern wollen. Они вырабатывают свою философию. Die erarbeiten ihre eigene Philosophie. И он пишет дальше, говорит, увлек вас философией и пустым обольщением. In Weltanschauung und Hirngespinst. Пустой ложью. Обольщение – это ложь. Eine leere Lüge. Пустой неправдой. Eine leere Unwahrheit. И дальше он говорит, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Nach den Überlieferungen der Menschen und nicht nach dem Christus. Я потом, если время будет, прочитаю, wenn die Zeit noch sein wird, радостную весть, werde ich in der freudigen Botschaft Übersetzung nachlesen. Там просто немножко яснее все. Dort ist ein bisschen klarer das gesagt. Там просто написано, смотрите, чтобы не увлек вас кто-либо философией. Schaut, dass euch nicht jemand wegzieht in die Philosophie. И пустыми обольщениями, которые пришли от мира, от преданий человеческих, но не от Христа. Und lehren Verführungen, die von Menschen kamen, nicht von Christus. То есть то же самое, да? Genau по преданию человеческому. То есть nach den Überlieferungen der Menschen. Они придумали, дали это, и многие следуют этой философии или этим обольщениям. Dahingelegt und viele folgen nach. Не все предания плохие. Nicht alle Überlieferungen sind schlecht. Есть некоторые хорошие предания, которые передавались из рода в род людям, и люди держатся этого. Die von Generation zu Generation weitergegeben wurden und die Menschen haben sich dran gehalten. Но есть предания, которые погрязли в философии. Die versunken sind in Philosophie. И ничего общего не имеет ни с Христом, ни с его учением. Nichts gemeinsam mit Christus und nicht mit seiner Lehre. И он говорит: берегитесь, смотрите. Und er sagt, hütet euch davor, schaut, вы не оказались одними из тех, dass ihr nicht eine von denen werdet, которые увлекутся философией, die in die Philosophie hineingezogen werden. Что такое философия? Was ist Philosophie? Один пример философический. Ein philosophischer Beispiel. Из Библии приведу. Aus der Bibel werde ich nennen. Библия говорит, Бог есть любовь. Die Bibel sagt, Gott ist die Liebe. Так или нет? Ist das so oder nicht? Но философия начинает развивать мысль. Fängt an, den Gedanken auszuprägen. Не от Христа, от себя. Nicht von Christus, von sich selber. Если Бог есть любовь, wenn Gott doch die Liebe ist, значит же, любовь и Бог, они как-то also, совсем одинаковые. Liebe, да? Und Gott, die sind doch ganz gleich irgendwie so. Если Бог есть любовь, то wenn Gott doch die можно Liebe же ist, сказать, dann kann man auch so любовь, sagen, есть Бог. Liebe ist doch auch Gott. И философия так и делает. Und Philosophie macht das auch so. Она говорит, любовь есть Бог. Liebe ist Gott. А если это так повернуть все, wenn man das doch so wendet, то все, dann alles, что ты можешь назвать любовью, was du Liebe nennen kannst, можешь назвать это и Богом. Kannst du auch Gott nennen. И поэтому und весь deshalb, разврат – это красота. Die ganze Unzucht, это все четко, все нормально. Wunderschön, wunderbar und alles normal. Замечаете? Merkt ihr das? Вроде бы сразу, даже если не начнешь размышлять, думаешь, ну да, если anfängst, direkt nachzudenken, есть, Бог есть любовь, значит, ну, да, ja, Gott ist doch die Liebe, denkt где man любовь, so, там есть ja, Бог. Da, wo Liebe ist, da ist doch auch Gott. Там, где есть любовь Божия, там будет da, Бог, туда приходит Liebe Бог. Аминь. Dahin kommt но Gott, Amen. Ты не можешь назвать все, что aber называется любовью. Du kannst nicht alles, was Liebe heißt, или люди выдают за любовь, сказать, oder это Menschen Бог. Geben das als Liebe aus und sagen, das ist Gott. Хотя для некоторых, obwohl für manche, это может быть и является Богом или становится Богом. Vielleicht auch Gott oder wird это грязная жизнь, это философская жизнь, diese philosophische Leben, что все любовь, все dass красиво, alles Liebe, alles schön ist. Все, что естественно, то не alles, безобразно. Was помните, говорили? Ist, ist doch, сейчас уже ist все, doch что nicht hässlich. Неестественно, главное, хочешь, это уже не безобразно. Und heutzutage ist schon alles auch unnatürliche. Hauptsache, man will das. Говорю, das да? ist nicht это hässlich. Уже неестественно, ihr versteht то, doch, was ich sage. Das ist unnatürlich, aber если они любят, wenn die doch lieben, то все хорошо. Dann ist doch alles все gut. Оправдывается, потому что alles Бог есть gerechtfertigt, любовь. Weil Gott ist doch die Liebe. В конце еще можно подчеркнуть этими словами. Zum Schluss kann man noch mit diesen Worten unterstreichen. Поэтому Павел, deshalb, Paulus Павел учит нас и говорит lehrt uns, церкви, говорит, und sagt in der христиане,
Christen, будьте мудрыми. Seid weise. Откройте пошире глаза ваши. Öffnet eure Augen etwas weiter auf. И смотрите, чтобы кто не увлек вас философией. Dass jemand euch nicht in die Philosophie verführt. Знаете, в мире иногда где-нибудь там в интернете бывает, что-то там ищешь и часто Internet sucht man irgendwas. Натыкаешься там на разных философов, да? Findet man so Philosophen. И там такие мудрые изречения бывают. Sind so weise Worte werden manchmal gesagt. Manchmal auch nicht schlecht. Их называют нашими мыслителями. Die werden genannt unsere Denker. Нам уже не надо мыслить. Wir brauchen nicht mehr zu denken. Принимай только то, что они там намыслили. Nehme an, was die sich da erdacht haben. И все, и это да и аминь. Und das ist ja und amen. То, что Бог сказал, не так важно, но Амар-Хаям сказал, ist nicht so wichtig, aber was der und der gesagt hat, das ist schon alles. Это выше всего, да? Das ist höher als alles. Смотрите, Павел говорит, берегитесь, иными словами, берегитесь. Pass auf. Чтобы кто не увлек вас философией. Dass jemand euch nicht hineinzieht in die Philosophie. По принципам мира, а не по христианским принципам. Nach den Prinzipien der Welt und nicht nach den christlichen Prinzipien. Не по Христу. Nicht nach dem Christus. И потом идет следующий стишок. Und dann ist folgender Vers. Что стал, который стал названием моей проповеди. Was auch zur Überschrift meiner Predigt wurde. Ибо в нем. Nun, в нем. In ihm. В ком в нем? In wem in ihm? Аминь. In Christus. В Иисусе Христе. А речь идет о нем. По стихии Rede мира, über а ihn, не по über Христу. Christus. Ибо в нем обитает вся полнота божества. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Also seine ganze Fülle. Тема моей проповеди – полнота божества. Das Thema meiner Predigt ist Gottes Fülle. И это то, о чем мне хочется больше говорить в этом году. Und das ist das, worüber ich dieses Jahr mehr reden möchte. То есть само это выражение – полнота божества. Selbst diese Aussage, уже наводит Gottes на мысль. Ganze Fülle, die Но, lenkt auf einen Gedanken, полнота божества, да? Dass есть полнота. Es gibt wahrscheinlich auch nicht genug Fülle Gottes. Значит, es gibt Fülle Gottes. И половинка божества. Also gibt es vielleicht auch Hälfte Gottes. Или пустота божества. Oder Leere Gottes. Или на донышке божества. Oder so ganz unten bisschen Gottes. Остальное может быть и философия. Und alles andere vielleicht mit Philosophie befüllt oder noch irgendwas. Павел говорит, в нем, в Иисусе Христе, обитает. In Christus. Вся полнота божества. Вся. Die ganze Fülle Gottes. И вот мне хочется, чтобы мы познали möchte, всю полноту божества. Erkennen oder kennenlernen diese ganze Fülle Gottes. Nicht teilweise, а всю полноту. Sondern ganze Fülle. И полнота божества, знаете, und die Fülle вообще, Gottes, wisst ihr, вообще такое сложное немножко понимание. Das ist so ein bisschen schwierig zu verstehen. Я думаю, что большинство из вас слышали. Ich denke, dass die meisten minimum, von euch haben вот, zumindest gehört. Даже если ты только чуть-чуть слегка прикасался wenn du там, auch nur bisschen angetastet berührt hast, Christentum und Glauben an Gott. Или и вообще, может быть, не был верующий. Так. Oder vielleicht überhaupt nicht gläubiger Christ warst. Но где-то ты слышал. Aber irgendwo hast du gehört. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, да? Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Haben doch alle schon mal gehört, oder? Вроде бы один Бог, и тут вдруг во имя Отца и Сына и Святого Духа. Und auf einmal im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. И это то, что делает многим, was но создает проблему. Ein Problem bereitet. Так как же, кто же Бог ja, или как? Wer ist denn jetzt Gott? Он же один. Er ist doch allein einer. Кто Оду Державина немножко помнит? Учили мы в школе, мои сверстники, помните? Державин in Russland, wer sich erinnert, wurde gelehrt. Вы что? In Schulen war das. Ein Gelehrter war das. Вас не учили? Да ты вы вообще что, не коммунисты, что ли? War das nicht gelernt? Warte, keine Kommunist? Года Державина, это вообще интересно, как она прошла в этом учебнике. Очень классно, очень серьезная Ода. Ода Державина, Бог. Das ist zwar Gott bei denen sozusagen. Но это как, это не стихотворение, а целая поэма. Das ist so eine Poema, so ein ganz langes Gedicht, in Gedichtform so. И там есть такое выражение: без лиц в трех лицах Божества. Und dort gibt so eine Aussprache ohne Gesichter in Dreieinigkeit Gottes.
Кого весь мир постичь не мог, кого мы den die ganze Бог. Welt nicht erreichen kann, очень. Den haben wir Gott genannt. Так, das war sehr gut ausgesagt. Понимает еще, почитайте, были там и хорошие. Die haben dort damals verstanden, die вещи, не только все было плохо. Da waren auch gute Sachen damals, nicht alles nur schlecht. Коммунизм, там были христиане, которые Beim Kommunismus dort, da waren auch вещи. Christen, die richtige Sachen geschrieben haben. Ну, о чем я хочу сказать, что... Aber was will ich damit sagen? Много делятся и спорятся, и даже в самом Vieles христианстве... Wird geteilt und gestritten, auch selbst im Christentum. Есть недопонимание, как это так, один Бог и в трех лицах. Wie ein Gott und in drei Gesichtern. Бог Отец, Gott Vater, Бог Сын, Gott Sohn, и Бог Дух Святой. Und Gott Heiliger Geist. Как минимум я... Так верю. Zumindest, ich glaube das so. И проповедую это так, und predige учу. Das so und lehre das so. In и der на основании Слова Божьего, und auf dem Fundament des Wortes Gottes, что мы действительно верим в Троицу, еще называют, Триединство Божие. An die Dreieinigkeit Gottes glauben. И Павел здесь говорит об Иисусе, und Paulus sagt hier что über Jesus, в Иисусе dass in Jesus открылась нам вся полнота uns geoffenbart этого wurde die ganze Fülle von dieser Göttlichkeit. Ни один какой-то nicht там, ни одно лицо, ни одна davon, часть. Nicht ein Gesicht, nicht ein Teil. И мы знаем, что сам Иисус, когда und был на земле, он говорил, dass selbst Jesus, als auf der Erde war, hat er gesagt, пришел показать вам ich bin Отца. Gekommen, да? Um euch den Vater zu zeigen. Но он и не только Отца показал. Aber er hat nicht nur den Vater gezeigt. Он еще и был исполнен Духа Святого. Er war auch erfüllt mit Heiligem Geist. Когда он вышел из воды после крещения, als er aus dem Wasser rausging nach der Taufe, сошел на него Дух Святой. Auf ihn kam runter der Heilige Geist. И Иисус был водимый Духом этим. Und Jesus war geleitet mit diesem Geist. Все чудеса, которые он творил. Alle Wunder, die er getan hat. Он творил не силой Бога, которая у него была на небесах. Nicht mit der Kraft Gottes vollbracht, die im Himmel war. Библия ясно говорит, что он оставил славу неба и пришел Bibel на эту sagt землю. Ganz klar, dass er die Herrlichkeit im Himmel verlassen hat und ist auf diese Erde runtergekommen. Первое, что он сделал здесь на земле, он принял тело человеческое, стал человеком. Er nahm den menschlichen Leib auf dieser Erde. Er wurde zum Menschen. Und hier auf dieser Erde. Он должен был учиться. Жить как человек, zu leben wie ein Mensch. Иметь, устроить отношения с Богом, aufbauen с своим отцом. Beziehung zu Gott, zu seinem Vater. То есть точно так же, он не сидел Genauso. На небе. Он был здесь на земле. Er saß nicht dort, er war hier auf der Erde. И отсюда молился Und von hier отцу своему aus Богу. Hat er gebetet zu seinem Vater Gott. Ему было так же, как и нам. Ihm war genauso wie uns. Не всегда легко пробиваться через nicht эти демонические силы. Durchzudringen durch diese dämonischen Kräfte. Чтобы добраться к отцу. Um angelangen beim Vater. А когда он висел на кресте, und als er am Kreuz hing, дьяволу удалось вообще прервать отношения его с Богом. Gelungen, seine Beziehung zu Gott komplett zu unterbrechen. Так что Иисус воскликнул. So, dass Jesus sogar aufgerufen Боже мой, hat. Боже мой. Gott, mein Gott. Для чего ты меня оставил? Warum hast du mich verlassen? И все это он оставлен был Богом. Er wurde vom Gott verlassen, чтобы ты и я больше никогда не были оставлены им. Nie wieder mit ihm verlassen Halleluja. Werden. Halleluja. Он прошел этот весь путь er как человек. Er ist durchgegangen diesen ganzen Weg als ein Mensch. В себе имел Дух Святой. Er hatte in sich den Heiligen Geist. Имел личные отношения с отцом. Hatte persönliche Beziehung mit dem Vater. Был рожден от Духа Божьего. Geboren vom Geist Gottes. От Бога. Von Gott. Он не был рожден от мужчины er war на земле nicht geboren von einem Mann hier auf der Erde. Мы знаем, правда? Wir wissen das. Веришь ты или нет, это Glaubst уже du das другой oder вопрос. Nicht? Das ist eine andere Frage. Но Библия ясно Aber показывает, die Bibel zeigt ganz klar, что в нем была кровь Бога Отца, небесного. In ihm Blut vom himmlischen Vater war. Поэтому он был и безгрешен. Deshalb war er auch sündlos. Иначе бы он не смог и совершить искупление. Ansonsten konnte er auch nicht erkauft von Но так как он был без греха, Aber so, weil er ohne Sünde war, он мог совершить и совершил для нас это искупление. Konnte und hat vollbracht diese Erlösung. И это все вот эти пункты очень важно понять. Und alle diese Punkte ist es wichtig zu verstehen. В Иисусе In Jesus есть Отец, Дух Божий. Gibt es Vater, der и Geist он Gottes, сам является серединкой, er так сказать. Selbst ist so die Mitte. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger все Geist. Это вместе das alles gemeinsam составляет эту полноту божества. Bestimmt oder beinhaltet diese Fülle Gottes. Но в Иисусе эта полнота божества Aber впервые открылась нам diese людям. Göttliche Fülle wurde uns Menschen zum ersten Mal geoffenbart. Люди впервые увидели In ihm
Zum ersten Mal haben die Menschen gesehen, скажем, выглядит, wie мыслит, Vater aussieht, wie er denkt, wie er handelt. Solange Jesus auf dieser Erde wandelte, diese dreieinhalb Jahre, hat er immer gesagt, ich tue nichts, was ich nicht sehe bei meinem Vater. Er tut es und ich tue es so. Ich sehe im geistigen Welt, was Papa macht, was er jetzt tun möchte, und ich vollbringe das einfach nur mit der Kraft des Heiligen Geistes, die in mir ist. Происходили все эти чудеса. Geschehen alle diese Wunder. То же самое, что сегодня или апостолы genau после gleiche, этого совершали чудеса и знамения. Danach vollbracht haben Zeichen und Wunder. Они тоже имели в себе Дух Святой, die haben который auch in sich den Heiligen Geist gehabt, в день Пятидесятницы сошел на них. Der am Tag des Pfingsten auf sie runtergekommen ist. Вот, они были рождены от Бога. Die waren geboren von Gott, от Духа Божьего. Vom Geist Gottes. Это то, что у нас через das покаяние ist das, получается. Was bei uns durch die Bekehrung geschieht. И каждый из нас сегодня und имеет в себе полноту, может иметь. Oder kann haben, die если Fülle. Ты пришел к Богу, покаялся, wenn du zu Gott gekommen bist, hast принял bekehrt, это, hast das angenommen. Ты принимаешь Иисуса, dann nimmst du Jesus an, свое сердце, in dein Herz. Его искупление, его кровью, seine Erlösung durch sein Blut. И как в день Пятидесятницы Дух Божий сходит Tag на человека, если ты Heilige Geist geht runter auf den Menschen, wenn du das wünschst. У тебя полнота Божества. Du hast die Fülle Gottes. И это полнота Божества, которая дает Gottes, нам способность открываться в этом мире, Fähigkeit gibt, uns in dieser Welt zu öffnen, как в физическом, так и в духовном. Wie im physischen, so auch in der geistigen. В принципе, мы можем im и Prinzip там, и там чувствовать können, себя хорошо. Wie da, so auch da uns wohlfühlen. Как минимум хорошо. Zumindest уютно. Это angenehm fühlen. Человек, единственное творение во Вселенной, die einzige Schöpfung im Universum, которое живое, которое точно так же genauso чувствует себя вот в этом видимом мире или физическом мире, sichtbaren physischen Welt, и может также быть в этом небесном или невидимом ebenso мире. Auch in dieser himmlischen oder unsichtbaren Welt. Мы можем sein. Общаться с Духом Святым, wir können Gemeinschaft с Иисусом, haben, mit dem Heiligen Geist, мы можем Jesus. Его переживать, wir können ihn erleben. Мы можем его в прославлении wir können переживать im очень мощно. Ihn erleben, ganz stark. И туда мы придем, как минимум. Und dorthin werden wir zumindest gelangen. Halleluja. Amen. Мы вложим все, wir werden alles dort hineinlegen, чтобы полнота Божества damit открывалась die Fülle Gottes в нас. In uns offenbart wird, geöffnet wird. В Иисусе она открылась телесно. In Jesus hat das physisch sich geoffenbart. А десятый стишок Павел говорит, zehnter Vers, и вы имеете полноту auch ihr habt die Fülle в нем. In ihm. То есть, если ты Иисуса действительно принял, wenn du wirklich Jesus angenommen hast, у тебя, ну, тебе в принципе ничто не мешает im иметь ту же самую полноту, как имел Иисус. Diese gleiche Fülle zu haben, wie Jesus hatte. Божества иметь в Иисусе Христе. Diese Fülle Gottes haben in Jesus Christus. Принимая Иисуса, мы принимаем полный пакет Божества, а не какую-то часть. Nehmen wir den ganzen Paket Gottes Paket an und nicht nur ein Teil. И мы могли бы делать то же самое, что делает könnte das или делал Иисус tun, тогда. Was Jesus damals tat. Alles hängt ab моего отношения с ним, nur von meiner Beziehung от моей mit близости ihm, с ним, meine Nähe zu ihm. От веры, которая растет vom Glauben, через близость с ним, das wächst durch die Nähe zu ihm. А все остальное написано, возможно, верующему. Und alles andere steht geschrieben, ist möglich einem Glaubenden. Halleluja. Halleluja. Мне так хочется, я в этом году буду ich würde говорить so больше. Gerne. Und dieses Jahr werde ich noch mehr reden. Не о Боге. Nicht über Gott. Смотрите, если кто был когда-то внимательным, wenn jemand irgendwann mal aufmerksam sein wird, если ты когда-нибудь пытался, пробовал в мире разобраться немножко, versucht hast in der Welt so etwas klarzustellen, in dem du gläubiger Christ warst, ты можешь почти с любым человеком говорить du kannst о Боге. Fast mit jedem Menschen über Gott reden. О. Aber nicht а über Christus, не о Христе, да. Aber nicht über Christus. О Боге можешь. Über Gott kannst du. И Бога мало-мало кто отвергает, und скажет, нет, wenige, нет. Nur wenige verwerfen Gott und sagen, nein, по-своему его называют. Die nennen das auf seine eigene Weise. Вот. Но Иисуса aber Jesus отвергают уже многие. Verwerfen schon многие viele, религии. Einige, даже ислам religionen. Не отвергает Бога. Sogar Отца, Islam verwirft Бога, который Gott nicht, сотворил небо и землю. Als Gott, der Himmel und Erde но geschaffen не подходи hat. К нему с Иисусом. Aber komme dann nicht näher mit Jesus. Дьявол поднимается на искупителя, который искупил der весь мир. Ist, erhebt sich so über den,
Erlöser, der die ganze Welt erlöst Jesus hat. Важную, Jesus nimmt eine sehr wichtige Position in der Erlösung der Menschheit. Jeder von ihnen, von dieser Fülle Gottes, Gott Vater, место. Hat seine Position, Gott Sohn hat seine Position und Gott Heiliger Geist hat seine Position. Von Anfang an, ohne Anfang, der da war, das ist Gott, der Vater. Sohn hat einen Anfang, er hat kein Ende. Er ist geboren vor jeder Kreatur. Steht geschrieben in der Bibel. Jesus wurde geboren. Er war nicht erschaffen, er wurde geboren. Und er wurde geboren vor jeglicher Kreatur. Nichts Lebendiges gab es. Lebendes. Geboren. Gott hat gewollt und geboren sein Sohn. Das ist wunderbar. Der Sohn war da. Но и имеется Дух Святой. Aber es gibt auch Heiligen Geist. Und wenn über Jesus heute ist er als Gott bekannt, auch wenn die Muslime ihn nicht annehmen und andere Religionen werden zornig dann, aber Christentum, die glauben an Jesus. Manche ein bisschen. Он для них so небольшая oder, роль, oder Мария so. Для них больше. Eine kleine Rolle spielt, ja. Мария spielt größere Это обман Rolle. Уже, философия христианства. Das ist schon Lüge, das ist schon Philosophie. Она же родила Иисуса. Sie hat doch Jesus geboren. Ja, wie, wer ist denn wichtiger? Курица или яйцо, до сих пор не разберемся. Ай oder Huhn. Bis heute hat man das nicht klargestellt. Philosophie des Christentums. Von Christus wegzulenken, wie Paulus sagt. Und er sagt, hütet euch davor. Philosophische Gedanken verschließt sie direkt. Weil sonst dem Teufel wird gelingen, Gehirnwäsche zu machen. Und du wirst sagen, ja natürlich. Wäre Maria nicht da, gäbe es Jesus nicht. Stop. Маруся, Stop. Маруся ist ein Mensch. Sie ist ein guter Mensch. Meine Mama тоже Маруся звать. Meine Mutter hieß auch Маруся. Она уже там. Sie ist schon dort. Вот, понимаете? Но, Verstehte das? Но Мария не Бог. Aber Maria ist nicht Gott. Она не совершала искупление. Sie hat die Erlösung nicht vollbracht. Она сама была в шоке, когда Sie war selber im Schockstarre, als der Engel kam und sagte, du wirst gebären Messias. И она поняла, что это великая честь для нее. Und sie hat verstanden, dass es eine große Ehre für sie ist. И как она там не думала, ну, ребята, давайте-ка, на колени все передо мной. Auf jeden Fall nicht gedacht, na, Freunde, jetzt vor mir niederknien. Понимаете? Versteht ihr das, was der Teufel macht? Он разными хитростями, но mit verschiedenen Listigkeiten, увести человека от цели, от истинного поклонения. Wegführen vom Ziel und von der wahren Anbetung. Хотя Иисус ясно сказал, Obwohl Jesus ganz klar Господу gesagt hat, Богу твоему поклоняйся, deinen Herrn alleine, и Ему одному служи. Anbeten, vor ihm dich verneigen und ihm allein dienen. Все те, которые имеют All проблему die, с Марией, die Problem haben mit Maria, а вернее с Иисусом ради Марии, und, vielmehr mit Jesus wegen Maria, послушайте одно место важное. Hört zu, eine wichtige Schriftstelle. Однажды Иисус, когда проповедовал, пришли Einmal, ученики. Als Jesus gepredigt hat, kamen die Jünger. И сказали ему, und haben ihm gesagt, Господи, там Herr, твоя мама, твои братья, и там Mama, ждут тебя. Deine Brüder, die warten dort auf dich. Видите, ну, Иисус, ученики, он там ja, проповедовал, ученики. Jesus, er hat dort gepredigt. Приходит кто-то. Kommt jemand, а в Старом Завете тоже und было очень Alten четко написано, что почитали родители. Ganz тогда. Klar geschrieben, dass man Eltern ehren soll и ему und sowas. Приходит, а к нему не доберешься ihm, туда. Und zu ihm kann man gar nicht durchdringen. Как-то через Ашеров, через Irgendwie durch die Diener, durch die Leiter wurde das weitergegeben. Die sollen ihm sagen, und die kommen zu Jesus und sagen ihm, Матерь, братья твои, там deine стоят, Mutter und deine Brüder, там. Die stehen dort und warten dort auf dich. Ну, что бы мы сегодня сделали? Was hätten wir heute gemacht? Я не знаю, что бы мы сегодня ich сделали. Weiß nicht, was wir hätten heute gemacht. Но в восточных народах там, да? Aber in diesen westlichen Völkern, там мама святая. Dort ist Mutter heilig. И там сразу östlich, бегут östlich. К маме, папе. Dort, да, это die laufen sofort zu Mama und Papa, все. Das ist Ehre, das ist alles. Что делает Иисус? Was macht Jesus? А? Он побежал тоже, да?
Ist er dahin gerannt? Понимаете? То есть, versteht ihr das? Вот во всех этих вещах in мы all diesen Dingen видеть, müssen wir sehen, как Бог реагирует, как Иисус реагирует. God, wie reagiert Jesus? То есть, если бы она была wenn sie выше, чем Иисус даже, да? Höher als Jesus, Иисус бы сразу побежал, правда? Jesus wäre doch sofort gerannt, oder? Люди поменялись, сказали, Мария Menschen выше Иисуса, они молятся Марии, просят ее, gesagt, она мгновенный человек, как ты и erhoben, beten sie an. Und sie ist ein gewöhnlicher Mensch wie du und ich. Только Бог избрал ее, чтобы через Gott нее она была святой. Auserwählt, nur dass durch sie, чтобы через нее родился на этой земле Мессия. Dass durch sie geboren wird, Messias auf dieser Erde. Доверие Божие, 100%. Das ist, ja, das ist ganz großes Vertrauen Gottes an sie. Aber sie ist kein Gott und man darf sie nicht anbeten. Иисус сказал. Jesus hat gesagt. Кто мне мать, отца, брат, матерь Wer и так далее, отец? Meine Vater, Mutter, и он говорит, всякий слушающий слова sagt, мои, сии, jeder, der meine и исполняющий их, und der sie он tut, мне брат, befolgt, он мне мать, он мне er отец. Ist meine Mutter, Vater und meine и не Geschwister. Побежал он к маме. Und er ist nicht zu Mama gerannt. И мама не обиделась. Und Mama hat sich nicht beleidigt. И Иисус не пришел Jesus. Вечером и сказал, мама, ну ты извини, надо было так себя повести при людях. Gesagt, или ты думаешь, ja, что он извинился? Mama, forgib, aber ich musste so handeln in dem Augenblick. Oder Нет. Glaubst du, er hat um Verzeihung gebeten? Иисус Nein. Не давал людям Jesus больше чести, чем им принадлежало. Nicht mehr Все. Ehre gegeben, als denen zuteil sein musste. Und das ist schon alles. Дьявол хотел, чтобы Иисус ему поклонился. Wollte, dass Jesus auch ihn anbetet. Что сказал Иисус? Was hat Jesus gesagt? Он сказал, Господу Богу gesagt, твоему поклоняйся. Deinen Herrn Gott allein и ему sollst du anbeten. Одному und служить. Ihm nur allein Punkt. Sollst du dienen. Точка. Das ist Punkt. Ни направо, ни налево. Nicht nach links, нельзя. Nicht nach rechts darf man sich bewegen. Если мы углубляемся в Писание, wenn wir uns in die Schrift vertiefen, мы познаем, dann erkennen что wir, was, и как und wie правильно поступать в ситуациях вот таких man разных. Richtig handeln soll in solchen unterschiedlichen мы Situationen. Не призваны идти wir за философией. Nicht berufen, der Philosophie nachzufolgen. И сказать, ну, конечно sagen, же, ja, если бы не Мария, то бы Иисус не родился. Maria, dann wäre Jesus überhaupt nicht geboren worden. Поставьте-ка Иисуса туда, в шкафчик. Закройте занавеской. Schließ dort im Schrank ein, so Gardinen а Мария сюда в уголок, und Maria и мы будем молиться. In die Ecke, und die werden и wir еще anbeten. Пачку разных людей туда. Und noch ein Paket von Menschen dahin, sozusagen die Heiligen. Храни нас Господь, возлюбленные, meine Geliebten, потому что все это по Библии просто называется nach der идолопоклонством. Wird Götzendienst genannt. Und das ist schon alles. Некоторые меня иногда не любят за это. Manche lieben mich für sowas nicht. А некоторые проснулись. Manche sind vielleicht erwacht. Некоторые выкинули свои иконы уже. Manche Ikonen haben schon weggeschmissen. Прямо в мусорный ящик. In die Mülltonne. И не бойся их туда выкидывать. Und habe keine Angst, sie dahin zu werfen. Потому что это просто деревяшка, ты не Бога выкидываешь. Weil das ist einfach nur ein Holzstück. Du schmeißt nicht Gott weg. Бог твой должен быть здесь внутри. Dein Gott muss hier drin sein. И оттуда его никто не und von украдет dort у тебя. Kann niemand stehlen bei dir, niemand. И он здесь должен быть и und может er находиться sollte всегда. Hier sein und это sollte надежное hier место. Sein immer. Das ist ein sicherer Platz. Господу Богу твоему поклоняйся. Gott, dein Herrn, ему allein одному bete служи. An und ihm allein и вы nur имеете dienen. Полноту в нем, который und ihr есть in ihm, глава всякого начальства и власти. Die auch die, Oberhaupt aller Mächte ist. Начальство. Что такое начальство? Mächte. Was sind Mächte und кто Gewalten? Как может из вас охарактеризовать начальство. Wer kann понять, характеризировать начальство? Mächte und Gewalten. Начальник. Есть ein, здесь начальники среди нас? Нет? Ein Bevollmachteter, ein Chef. Gibt es hier so einen oder nicht? А? Zwischen uns. Ни одного начальника. Gibt es keine Bevollmachteten hier? Ты начальник. Ну-ка, объясни du нам, bist Bevollmachteter. Что значит dann быть erklär, начальником? Was bedeutet das, Chef zu sein oder Bevollmachteter sein? Ну... So wie власть, du das verstehst. Власть имеющий человек. Macht. Ein Mensch, der gewisse Macht hat. Над другими людьми. Über andere Menschen. Ответственный человек. Ein verantwortlicher Mensch. У кого еще есть такое? Wer hat noch etwas?
Es gibt einen Bevollmachteten über uns, das ist der Herr. Артём will das sagen. Я отвечаю за то, чтобы тут на экране была Библия и музыка. Значит, ты экранированный начальник, да? Also bist du der Chef darüber, поделиться, что такое начальник, как в твоем понимании? Wer sagen wollte, was ist ein Bevollmachteter? Который стоит впереди, вот, допустим, какой-то группы людей и руководит ей. И он лечит ее, они вот договорились вместе. Они уже полномочия имеют. Der das Sagen hat über jemanden. Ich hätte gesagt, der Verantwortung hat. Wir sind alle verantwortlich, wird gesagt. Alle sind Chefs, alle bevollmachtet. Gibt es keine Arbeiter mehr. Das ist jemand, der Leitereigenschaften hat, der angeschaut wird und man hört ihm zu und ist ihm gehorsam. Habt ihr euch angehört? Alle in eine Richtung eigentlich haben sich bewegt. Die wollen das einfach nicht einfach sagen. Alle sind schon mit Philosophie infiziert. Danke für das, was ihr gesagt habt. Я начальник. Ich bin ein Chef, ein Почему я начальник? Warum? Warum bin ich ein Chef, ein Bevollmächtigter? То, что ты сказал, то надо делать. Was du gesagt hast, das soll man tun. Ach, вот она, милые, Meine начальник. Lieben, я потому начальник, потому что я начал эту церковь. Вот я начальник. Diese Gemeinde gegründet И hat. Всего лишь. Deshalb. От начала, конечно. Von Anfang, от начала von Anfang я был здесь первый. Aha, а не потому, что я nicht, автоматически. Потом пришло слово начальник. Просто слово начало. Вот все. Der Vorsitzende, das ist so. И как получается? In Russisch ist das der erste sozusagen. Если человек начал что-то, да? Wenn ein Mensch etwas angefangen hat, etwas begonnen hat, natürlich ist er automatisch, который потом имеет авторитет, der Autorität hat und fängt an, etwas потому, zu опыт, sagen, weil er hat auch mehr Erfahrung, er ist von Anfang an dort und das ist schon alles. Нету никакого там такого великого слова, начальник. Kein großen so, so ich bin der Leiter, so ich bin der Wichtigste. Сразу, справа и слева und три это. Direkt drei links und rechts. Bodybuilding со мной ходят. Bodyguards mit mir. Да? Начальник. И тут же очень ein, ясно, ein Leiter oder Bevollmächtigter. Hier ist es doch auch ganz И вы klar. Имеете полоту в нем, который есть глава Deshalb всякого начальства и власти. Auch in euch, всякого wenn ihr mit начала, Christus verbunden seid. Глава всякого начала. Он был сначала. Also Haupt von Anfang an war er. Иисус был сначала. Jesus war von Anfang an. Прежде всякой твари. Geboren vor jeglicher Kreatur. Понятно, что то, что вы сказали в Ganz сегодняшнем All das, was ihr gesagt habt, ist смысле in heutigem, этого слова, да, она это все отражает. In heutigem, тоже, да? Verständnis des Wortes, das widerspiegelt das so, ja. Но, вообще-то она просто потому, Aber что eigentlich ist das nur, он был сначала, он был первый. Er von Anfang an war, er war der Erste. Первый. Der Erste. Начал все это дело. Er hat angefangen, От него началось. Sache. Von ihm ja? an hat es begonnen. Поэтому он начальник. Deshalb ist er И мы должны держаться его как главы. Und wir müssen ihn deshalb an ihm festhalten als ein Haupt. Halleluja. Halleluja. И третье. Und das dritte. То есть мы, я уже сказал, что об Иисусе, wie ich schon gesagt habe, очень ну, много. Über Jesus. Ну, много сказано, много известно. Ist viel gesagt, ist viel bekannt. В христианстве он как Im Christentum, в основном почти meistens, у всех называющих себя allen, христианами die sich Christen nennen, настоящий Иисус является центром. Waren Christen, ist dort Jesus das Zentrum. Он не является центром у иеговистов или свидетелей Иеговы. Bei Zeugen Jehovas nicht. Там он запасное колесо. Dort ist er ein Ersatzreifen. И они сегодня немножко хитрят. Und heute sind die so ein bisschen listig. Для того, чтобы не потерять dafür, um людей и для Menschen того, nicht zu verlieren.
с философией прийти к таким вот верующим, как мы, которые не читают Библию. Mit Philosophie zu solchen gläubigen Christen zu kommen, die Bibel nicht lesen und die Predigten nicht zuhören. Они к ним заходят и начинают им по ушам ездить. Und fangen an, denen was zu erzählen. А если ты не слышал проповедь, Библию не читаешь, nicht gehört hast Predigte und du liest die Bibel nicht, они четко работают, чтобы уловить в словах и уточнить. Arbeiten die ganz klar mit diesem Wortspiel, um einen Weg vorzuschlagen. И сегодня, если они раньше сразу heute, Иисуса отвергали. Wenn die früher sofort Jesus verworfen сегодня haben, они хитрят. Heute sind die ein bisschen listig. Они говорят, да-да, Иисус. Und die sagen, ja, Jesus. В Молдавии был, и in там Moldavien пошел war ich. Und dort war ich spazieren gehen. Ты не было, да, со мной тогда? Du warst, glaube ich, когда mit mir nicht. Молодых двое als ich diese zwei jungen Leute getroffen habe. Ich hatte nichts zu tun und ich ging so. Und die wollten so mit mir reden, so zwei Zeugen Jehova. Wollten mich evangelisieren. Und ich dachte, na gut, wenigstens habe ich mit jemandem zu reden über etwas. Zuerst habe ich mich so dahingestellt, als ich null Ahnung habe darüber. Und die so, und ich so, ja, wie das und das. Und die waren so froh direkt. Hier ist unser Opfer. Das nichts weiß. Und dann haben wir geredet. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich habe gehört, ich weiß, Jesus, dass Jesus Gott ist. Во-первых, сразу понял, с кем имею дело. Natürlich habe ich auch direkt verstanden, mit wem ich zu tun habe. Начал делать вид, что не понимаю. Habe ich so angefangen, so zu tun, als ob ich das nicht weiß. Вот, что Христос там то другое, dass Христос Бог. Dies und jenes, Christus ist Gott. Я знал, что они Христа не признают. Und ich wusste, dass die Christus nicht anerkennen eigentlich. И потом они. Und dann. Он Сын Божий. Er ist Sohn Gottes. Я понял. Я говорю, dann habe ich verstanden. Ну, да, я и говорю, что он, ja, er ist Sohn, Бог. Er ist Gott. Нет, он Сын Божий. Nein, er ist Sohn Gottes. Ты их сейчас любимый, это он не das Бог, ist bei denen он jetzt Сын Божий. So Lieblings. Er ist Gott, er ist я говорю, Gottes ну как, Sohn. Если он Сын Божий, ich sag, ja, wie, wenn er doch Sohn Gottes ist, то он же не человек, dann ist er doch kein минимум. Mensch, zumindest. И не баран. Und nicht ein Ochse. Значит, он Бог. Also ist er Gott. Ну, если человек, я, ja, wenn ein Mensch, начал их загонять в угол. Я und говорю, dann habe ich sie so in die Ecke gedrängt. Вы человеки? Ich habe gesagt, человеки, у вас мама с папой есть? Ihr seid Menschen, ja, Menschen. Habt ihr но Mama und Papa? Ja. Вы от них родились, но вы же не человеки. Ihr seid doch nicht Menschen. Ihr seid zwar von denen geboren, aber ihr seid doch keine Menschen. Я их довел, что und они хотели бежать. Я говорю, подождите, я еще не все понял. Die wollten von mir fliehen. Ich habe die so weit gebracht, die wollten von mir fliehen. Und ich so, wartet, ich habe noch nicht alles gesagt. Они еле от меня сбежали. Und die konnten kaum von mir, die sind einfach weggeflohen von mir. Я говорю, если человек рождает человека, wenn ein Mensch einen Menschen gebärt, то почему Бог не рождает богов? Kann nicht Gott gebären. Если Иисус wenn Сын Иисус Божий, Sohn Gottes ist, то значит Он Бог. Dann ist er doch Gott. Ist doch so, oder nicht? Ну, лев рождает там ja, львенка, gebärt Löwenmännchen mit Weichen, gebärt человек einen kleinen Löwen. Рождает человеков. Mensch gebärt Menschen. Ну, а Бог рождает богов. Gott gebärt Götter. Они не знали, что делать. Die wussten nicht, was tun. Die waren noch jung und unerfahren. Mir war so interessant, mich nochmal zum Beispiel mit ihnen zu treffen nach zwei Jahren. Я уверен, они пришли домой и рассказали. Ich bin ja ganz sicher, dass die nach Hause gekommen sind und haben das erzählt. Находят какой-то вариант, опять учат что-то. Und dann müssen sie wieder eine Variante suchen. Но в Дух Святой верят меньшинство людей. Вот что. В Дух Святой верят меньшинство. An den Heiligen, an den Heiligen Geist glaubt die wenigsten Menschen. И вот, а мы сегодня, und wir heute, христиане, Christen, имеем больше всего дело с Духом Святым. Wir haben heute am meisten zu tun mit dem Heiligen Geist. Искупление мы получили через Иисуса Христа. Die Erlösung haben wir bekommen durch Jesus Christus. И он является фундаментом und er ist нашего Fundament обучения, нашей жизни. Unserer Lehre und unseres Lebens. Он является и
Полнота божества открылась через него. Die Fülle Gottes, die wurde durch ihn geoffenbart. Но мы сегодня имеем дело с Духом Святым. Heutzutage haben wir zu tun mit dem Heiligen Geist. Бог сидит на троне, как и сидел. Gott sitzt auf dem Thron, so wie er auch saß. Он оттуда никуда и не уходил. Von dort ist er auch nirgendwo hinweggegangen. Я не знаю, куда он там гулять ходит. Ja, ich weiß nicht, wohin er da sonst spazieren geht oder so. Раньше к Адаму ходил в сад Эдемский. Früher ging er zu Adam im Garten Eden, jetzt weiß ich nicht. Но Бог на троне. Aber Gott ist auf dem Thron, er sitzt auf dem Thron. Иисус, об Иисусе написано, über Jesus steht geschrieben, воссел по правую сторону отца, рядом с ним. Hat sich hingesetzt zur rechten Seite des Vaters. А Дух Святой они послали на землю, wurde auf die Erde geschickt, чтобы мы не были сиротами. Damit wir nicht weise bleiben. Amen. Вот. Das ist И знаешь, почему много христиан еще сирот? Warum viele Christen noch weise sind? Они не познакомились с Духом Святым. Waisenkinder. Die haben den Heiligen Geist nicht kennengelernt. Так поверхностно, чуть-чуть. Oder nur so oberflächlich, so bisschen. И не отвергают. Die verwerfen ihn zwar auch nicht. Aber die haben den auch nicht innen drin. А он должен быть там. Und er sollte dort sein. Он сказал, приду к ним, вселюсь в них, буду жить в них, werde in ihnen wohnen, буду им Богом, und werde deren а Gott они sein, будут моим народом, werden mein Volk я sein. Буду водить их, und ich werde sie führen. И все водимые Духом und alle, Божьим, die geführt und geleitet werden mit они dem суть Geist сыны Gottes, Божьи, die sind Gottes Kinder. Halleluja. И мы должны вырваться с этого und wir müssen religiösного христианства, aus diesem religiösen Christentum, которое просто приходит на собрание посидеть и уйти, das einfach nur zum Gottesdienst kommt, Zeit abzusitzen, или Gewissen zu stillen und das war's общения. Schon. Oder wegen Gemeinschaft. В Иисусе Христе, in Jesus когда Christus, Он пришел на эту землю, als er auf diese Erde gekommen ist, и когда приближался день Его und смерти, als der Tag näherte, dass er sterben sollte, день нашего искупления, der Tag unserer Erlösung, Он сказал, я пришел er hat gesagt, свести ich bin gekommen, огонь на землю, um Feuer auf die Erde niederzubringen. Хочу, чтобы он быстрее und wie разгорелся. Möchte ich, dass es schneller entfacht. И говорит, вам лучше, если я und уйду. Er sagte auch, euch ist es besser, wenn ich weggehe. Потому что если не уйду, то Weil, я его не смогу ich вам nicht послать. Gehe, dann kann ich ihn nicht zu euch schicken. А если я уйду, я пошлю und его wenn к вам. Ich aber gehe, dann werde ich ihn zu euch schicken. И он придет, и вам будет так und здорово с ним. Und euch wird so wunderbar sein mit ihm. И ученики так посмотрели. Und die Jünger haben so geschaut. Как однажды Артур и Сережа на меня посмотрели. Артур и Сергей mich angeschaut haben. 9, почти 10 лет назад. 9 oder fast 10 Jahre zurück. Больше 9 лет назад. Mehr als 9 Jahre zurück. Когда мы шашлыки ели, помнишь, там в сентябре? Weißt du noch, Schaschlik gegessen haben im September? Она не знаю, не помнит, она там между делом сидела. Sie weiß nicht, ob sie da saß oder nicht. И мы там все до этого мечтали. Davor haben wir so geträumt, hier Gemeinde aufzumachen. И долгие там годы, не один год, мне schon einige Jahre, nicht nur ein Jahr, а тут я einige им Jahre. Сел и шашлыки приготовил и говорю им. Шашлык gemacht und sage zu denen. Я говорю, знаете что, я вот помолился. Wisst ihr was? Ich habe gebetet, вот подумал habe nachgedacht, и мне, я все старше и старше становлюсь. Ich werde immer älter und älter. И я говорю, я не хочу und вас держать, sag, чтобы вы на меня ich will рассчитывали, а я euch nicht hier halten, dass не ihr знаю, euch auf mich verlasst, und ich weiß там nicht, не двигается, мы уже там 7 лет, nix. По-моему, уже в общем было. Wir waren schon 7 Jahre, glaube ich, dort schon. Сюда, это, ну, где-то, может быть, церковь, но тут начинает. Но ни помещения не находили, ничего. Wir haben kein Gebäude gefunden, gar nichts. И он говорит, я помолился und ich Богу. Gesagt, ich habe Gott gebetet, или я сказал, я помолюсь gebetet, сейчас, но я уже Oder помолился ich был еще. Gesagt, ich werde beten, и aber еще ich damals schon gebetet. После этого. Я сказал, Господи, знаешь что, если да, und ich habe gesagt, Herr, где-то, das war so September ungefähr. До Нового года, если здесь не будет на виде Bis ни помещения, ничего, wenn hier in Neuwied nichts wird sein, kein Gebäude, я этот вопрос снимаю с повестки дня, и мы Diese больше все. Frage werde ich nicht mehr erheben, года, und das war's. Господи, если ты хочешь, чтобы я был в Neuwied. Bis zu Silvester, Herr, wenn du willst, dass ich in До Нового года у тебя есть bis время. Bis zu Silvester, bis zu Neujahr, hast du Zeit. Drei Monate lang. Drei Monate lang, dass wir Gebäude finden. Стартанули эти церкви. Damit wir durchstarten können mit einer Но Gemeinde. Я там ничего не знаю, а ребята, которые тут живут, они nichts, ничего не нашли. Und die Jungs, die hier leben, die haben nichts gefunden. Если до Нового года не будет, я все. Wenn я bis zum Neujahr nichts sein wird, dann ist das Thema für mich abgeschlossen. Я буду дальше служить, как служил. Und ich werde weiter dienen, so wie ich gedient habe. Служил. Ich habe gereist und habe genug Dienst gehabt. Я так посмотрел на них, они так посмотрели. Und ich habe die so angeschaut, und die haben mich angeschaut. Und
сказал бы сразу, да идите вы, я никуда не поеду. Я видел по их глазам, что они так думали, ну кинул нас просто. Я видел по их глазам, что они так думали, ну кинул нас просто. Я действительно помолился так, ну я, если бы ничего не было, до Нового года, я бы еще gebetet, und wenn bis neu ja nichts wäre, dann war's das. Но через пару недель мне позвонили чужие люди. Fremde Menschen haben mich angerufen und haben gesagt, wir haben gehört, dass du dort Gemeinde durchstarten willst. Ich sage, ja, ich wollte eigentlich, aber wir haben kein Gebäude. Und er sagt, meine Schwiegermutter wohnt dort. Als sie das gehört hat, die hat direkt gesagt, ruf ihn an. Jetzt war ich am Zug. Ich habe das doch versprochen, jetzt musste ich was tun. Also ich musste diesen Menschen anrufen dann. Und er sagt, ja, ja, komm, jetzt, komm da und dann. Она нашла нам помещение. Die hat uns Gebäude gefunden. Через три месяца нас выгнали с того помещения. Nach drei Monaten wurden wir rausgeschmissen aus dem Gebäude. Выгнали, потому что это надо было взять. Und rausgeschmissen wurden wir, weil musste man dieses hier nehmen. Wenn man uns nicht rausgeschmissen hätte, dieses wäre fort. Gut, dass ich Zeugen habe, dass es so wirklich so war. Sonst ist es ganz schwer, an sowas zu glauben. Ich weiß das. Вот в этом-то и суть. Darin ist auch der Sinn. Святым, wenn wir mit dem Heiligen Geist leben werden, werden solche Dinge geschehen mit uns, die schwierig sind zu glauben und überhaupt unmöglich sind zu glauben. Und die vielen Menschen werden nicht glauben. Und du wirst schauen und sagen, бывает, а ну, ja, man sagt, sowas gibt es nicht, aber mit mir war sowas. Mit mir war das. Все и все. Больше нечего будет сказать. Und man wird nichts anderes sagen können. Да? Glaube oder glaube nicht. Дух Святой. Der Heilige Geist. Нужен нам. Wir brauchen ihn. Ну, это знаешь, как хлеб, как вода, как weißt самое du, das необходимое. Ist wie Brot, wie Wasser, wie das Allernötigste. Иисус свою миссию выполнил. Hat seine Mission erfüllt. И он сидит по правую und сторону. Er sitzt zu Rechten des Vaters. И он убедил папу. Und er hat den Papa überzeugt, чтобы он послал Духа Святого. Dass er den Heiligen Geist geschickt hat. Am Tag des Pfingsten. Церковь, первая церковь. Die Gemeinde, die erste Gemeinde. Исполнена, крещена Духом Святым. Getauft mit Heiligem Geist. И 120 человек заговорили на иных языках. Sprachen auf einmal in anderen, sprachen auf einmal in Zungen. К вечеру к ним присоединилось еще 3000. Und abends haben sich noch 3000 Mann dazu getan. Вот масштабы, правда? Только помечтать можно о таких масштабах. Kann man nur träumen über solche Maßstäbe. И никакая сила в этом und keine мире einzige Kraft oder Macht по сегодняшний день auf dieser Welt bis zum не heutigen в силе Tag остановить движение Духа Святого. Mächtig zu bremsen oder zu stoppen много, die Wirkung много des Heiligen врагов Geistes. И желающих задавить. Viele, viele Feinde gab es, die das zerdrücken wollten. Дух Святой den Heiligen Geist спрятать. Den irgendwohin zu verstecken. Aber er hat sich wieder erhoben. Господа, und bis zur Wiederkunft des Herrn. Тот, er ist derjenige, der die Braut vorbereiten wird zur Begegnung mit ihrem Bräutigam. Das ist der Anfang. Wir werden noch weitermachen. Und jetzt lass uns einfach nur beten. Отец Небесный, Himmlischer Vater, мы благодарим Тебя wir danken dir за этот прекрасный день, Господь, für diesen wunderbaren Tag, за этот прекрасный год. Für dieses wunderbare мы просто смиряемся перед Тобою wir demütigen einfach nur uns и молим Тебя. Und bitten dich. Мы хотим познать полноту, Твою полноту. Deine Fülle. Не какие-то капли. Nicht irgendwelche Tropfen. Не какую-то одну сторону. Nicht nur irgendeine Seite. Мы хотим познать полноту. Wir wollen die Fülle erkennen. И жить в этой полноте. Und leben in dieser Поэтому Fülle. Мы просим Тебя. Deshalb bitten wir dich. Открывайся нам. Offenbare du dich uns. Во всей своей красоте и полноте. In deiner ganzen Schönheit und Fülle. Вай Дух Святой на нас. Gieße deinen Heiligen Geist auf uns. Веди нас, Дух Святой. Führe uns, Heiliger Geist. О, Отец. О, Vater. Мы верим, что у Тебя Wir glauben, полнота, наполняющая все и во dass всем.
Du, die Fülle bist, die erfüllt alles in allem. И эта полнота принадлежит твоим Und детям. Diese Fülle gehört deinen Kindern. Поэтому учи нас. Deshalb lehre uns. Веди нас. Führe uns. Зажигай свой огонь в наших Entfache сердцах. Dein Feuer in unseren Herzen. Дай нам это огромное желание. Gib uns diesen großen Wunsch. Познавать тебя. Dich zu erkennen. Искать тебя. Dich zu suchen. Наполняться твоим присутствием. Uns zu befüllen mit deiner Gegenwart. И быть водимы духом твоим. Und geleitet werden mit deinem Geist. Во имя Иисуса Христа. In Namen Jesu Christi. Во имя Иисуса In Христа. Namen Jesu Christi. Благодать Господа нашего die Иисуса Gnade Христа. Unseres Herrn Jesus Christus. И любовь Бога и Отца. Und die Liebe Gottes. И общение Святого Духа. Und die Gemeinschaft des Heiligen да Geistes. Да пребудет со всеми нами. Soll mit uns allen sein. И Und Amen. Подари Богу аплодисменты. Gib Gott die Ehre. Господь, благослови нашу Herr, пищу там, segne unsere Speise, которая имеет, дай нам хорошее общение друг Gib с другом. Eine gute Gemeinschaft miteinander. Да, и прославляй имя свое среди Und нас. Verherrliche deinen Namen zwischen Amen. Uns. Amen.